Lektion 63 in deiner Geisteserforschung. Wie du sicherlich schon bemerkt hast, wird dem Kurs in Wundern nicht dein Körperbewusstsein angesprochen. Es wird nicht das angesprochen, von dem du bisher geglaubt hast, was du bist. Und deshalb scheint es manchmal so unfassbar zu sein, was in diesem Kurs im Wundern steht. Dass du das Licht der Welt bist, zum Beispiel. Und deshalb ist es die Erlösung anzunehmen, dein Erwachen anzunehmen, das Licht Gottes anzunehmen, ist ein enormer Lern, ist eine enorme Lernleistung. Und aber diese Lernleistung musst nicht du als Name vollbringen. Sie wird vollbracht, indem du dich dem Ewigen in dir öffnest, dem Heiligen Geist, wie er im Kurs im Wundern genannt wird, deinem hohen Selbst, das Licht ist. Wenn du dich diesem Geist, wenn du dich dieser höheren Dimension der Liebe öffnest, dann wird all das in dir vollbracht, ohne dass du es tun musst, weil du es nicht tun kannst. Unsere einzige Aufgabe ist es, in dieser kleinen Bereitschaft zu sein, die der Kurs in uns fördert und stärkt, sodass diese Dimension der Liebe deine Wirklichkeit durch dich wirken kann und in der Welt wirken kann und in deiner Welt, wie du sie wahrnehmen, wirken kannst. Wenn in dir das Ewige ist, wenn in dir die Wahrheit ist, dann ist sie auch in jedem anderen. Und wenn du die Wahrheit in deinen Geist einlässt, dann beginnt sie automatisch ihr Werk zu vollbringen. Und dieses Werk ist immer vollkommen, denn der Heilige Geist wird nicht scheitern in seinem Tun. Und deshalb alles in der Welt erreichen. Es wird sich in alles hinein ausdehnen. Es wird durch alles hindurch wirken. Und manchmal scheint es dann so, dass Hindernisse sich aufbauen. Dass Hindernisse vom scheinbaren Außen kommen oder Hindernisse in uns sind. Und auch diese Hindernisse werden vom Ewigen in dir geheilt und hinweggeräumt. Du musst und du kannst letztendlich nichts tun, außer in der Bereitschaft zu sein, außer in der vergebenden Haltung zu sein. Und dann wirst du Schritt für Schritt, und es fühlt sich manchmal nicht wirklich so an, aber du wirst Schritt für Schritt erkennen, hey, da tut sich was in mir, ich kann es überhaupt nicht benennen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es tut sich was und es fühlt sich gut an, es fühlt sich friedlich an, es fühlt sich wahrhaftig an, es fühlt sich wirklich an. Und dieses ist das Licht in dir. Das Licht in dir ruft dir zu, dass du, ja, ruft dir zu, wie sehr du umhüllt bist von der Liebe, von der allumfassenden Liebe. Und diese dehnt sich aus und diese will sich durch dich in der Welt manifestieren. Und deshalb rufe ich dir heute zu, bleib beständig, bleib einfach beständig dran. Die Ernte wird kommen. Ein Bauer weiß, dass der Same, der im Frühjahr gesetzt wird, im Herbst oder einige Monate später geerntet werden kann. Und deshalb sei auch du ein intelligenter Bauer, der nicht gleich die Früchte ernten will, sondern erstmal den Samen hegt und pflegt, sodass er genügend Licht bekommt, sodass er genügend Nahrung bekommt, damit er stark und voller Gewissheit erblühen kann.
Das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Wie heilig bist du, der du die Macht hast, jedem Geist Frieden zu bringen. Wie gesegnet, da steht ein Ausrufezeichen. Es stehen ganz selten Ausrufezeichen in diesem Kurs im Wundern. Aber hier steht ein Ausrufezeichen. Also hier wird auf etwas sehr, sehr Machtvolles in dir hingewiesen. Es ist eine unverkannte Macht, die meist keine Beachtung findet, weil die Urteile wichtiger sind. Und deshalb wiederhole ich diesen Satz nochmals. Wie heilig bist du, der du die Macht hast, jedem Geist Frieden zu bringen. Wie gesegnet bist du, der du lernen kannst, die Mittel zu erkennen, damit dies durch dich geschehe. Und wieder ein Ausrufezeichen. Welches Ziel könntest du haben, das dir größeres Glück brächte? Fragezeichen. Frage dich doch jetzt mal selbst, genau jetzt, welches Ziel könntest du haben, das dir größeres Glück brächte? Hast du ein anderes Ziel? Macht dich ein anderes Ziel wirklich glücklich, als das Licht zu sein, das jedem Geist Frieden bringt? Und wenn du heute für dich erkennst, hey, das ist in Wirklichkeit mein größtes Ziel, dann hast du einen großen Schritt getan dahin. Mit einer solchen Funktion bist du in der Tat das Licht der Welt. Gottes Sohn wendet sich an dich für seine Erlösung. Du kannst sie ihm geben, denn sie ist dein. Akzeptiere kein triviales Ziel und kein bedeutungsloses Verlangen an ihrer Statt, denn sonst vergisst du deine Funktion und lässt den Sohn Gottes in der Hölle. Was wird denn da als Hölle bezeichnet? Die Hölle sind eben unsere urteilenden Gedanken, die uns in Dunkelheit halten, die uns in Finsternis immer wieder werfen, die uns in Depression und Krankheit stürzen. Das ist unsere selbstgemachte Hölle. Und durch diesen Geisteszustand schauen wir in die Welt. Und es wird im Kurs im Wundern uns oft gesagt, sie ist dunkel. Sie ist allerdings nicht ganz dunkel, weil die Gedanken Gottes immer noch in dir sind. Sie ist nicht ganz verdunkelt, denn die Gedanken Gottes sind immer noch bei dir. Und deshalb kannst du selbst durch deine Augen immer noch ein bisschen, höre gut zu, ein bisschen Licht sehen, ganz wenig, wie ein flackerndes Kerzenlicht. Da ist noch weitaus mehr. Und deshalb akzeptiere kein triviales Ziel und kein bedeutungsloses Verlangen an ihrer Statt, denn sonst vergisst du deine Funktion und lässt den Sohn Gottes in der Hölle. Es ist keine eitle Bitte, die an dich gerichtet wird. Du wirst gebeten, die Erlösung anzunehmen, damit sie dein sei und du sie geben kannst. Da wir begreifen, wie wichtig diese Funktion ist, werden wir uns heute glücklich schätzen, uns sehr oft an sie zu erinnern. Wir wollen den Tag damit beginnen, sie anzuerkennen und den Tag mit den Gedanken an sie in unserem Bewusstsein beschließen. Und während des Tages werden wir so oft wir können wiederholen: Das Licht der Welt
bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Ich bin das Mittel, das Gott für die Erlösung der Welt bestimmt hat. Hast du das gehört? Du bist das Mittel, sonst könntest du das heute nicht hören. Du bist das Mittel, das Gott für die Erlösung der Welt bestimmt hat. Du bist eine Gesandte Gottes. Fühle das mal. Erlaube dir, geh nicht einfach darüber hinweg, was hier steht. Erlaube die Wahrheit darin zu fühlen. Erlaube dir, die Wirklichkeit darin zu fühlen. Erlaube dir, mit aller Überzeugung zu sagen, ja, das stimmt. Ich bin das Mittel, das Gott für die Erlösung der Welt bestimmt hat. Und jetzt öffnet sich dein Geist und jetzt öffnet sich dein Herz und empfängt die Strahlen der Liebe, in denen du vollkommen sicher und voller Liebe gehalten bist. Wenn du deine Augen schließt, wird es dir vermutlich leichter fallen, die sicher darauf beziehenden Gedanken in den 1 bis 2 Minuten in dir aufsteigen zu lassen, die du auf diese Betrachtung verwenden solltest. Warte jedoch eine solche Gelegenheit nicht ab. Versäume keine günstige Gelegenheit, den heutigen Leitgedanken zu verstärken. Erinnere dich daran, dass der Sohn Gottes sich für seine Erlösung an dich wendet. Und wer, wenn nicht dein Selbst, muss sein Sohn sein? Und wer, wenn nicht dein Selbst, muss sein Sohn sein. Und heute wendet sich die Welt an dich. Und möchte von dir erlöst werden. Durch das Licht der Welt, das du bist. Und jedem Geist Frieden bringt. Durch deine Vergebung.